Ich würde gleich mal gerne gucken, ob man hier mit der Flugplatte rum fliegen kann. Weil hier so ein paar Stellen sind, dann würde ich jetzt sehr ungern halt jetzt wieder hier runter. Ich habe keine Lust, hier jedes Mal wieder hoch und runter zu fliegen, fallen, ne? Oder springen. Meine ich. Okay. Okay, ist auch noch ein Goldblatt. Nein, ich will die Kamera drehen. Okay, egal. Kommt bitte, Kamera! Ich will sie drehen. Oh. Okay, ich glaube, da drin ist doch tatsächlich nur... Wisst ihr, was wir noch nicht haben? Ich glaube, wir haben noch gar keine einzige Wabe. Ich glaube, die sind auch mitunter am dümmsten versteckt, wenn ich das so sagen darf. Ah, das ist ein Mumbo-Schädel. Ah. Ah! Boah! Alter, die Kamera. Ich bin locker über 20 Mal runtergefallen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Hier falle ich auch gerne runter. Deswegen machen wir auch nochmal hier einen Safe Point. Denn sicher ist sicher. Deswegen falle ich hier mal runter, wegen der Flieger. Ich habe extra Fliege übrigens gesagt. So. Hallo, mein Kleiner. Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. Ich brauche die. Bring mir die. Ich hasse sowas. Komm. Und das checke ich bis heute nicht. Hier ist eine Eichel. Und das ist eine Eichellampe. Und das habe ich auch früher nie so verstanden. Ich so, hä, der hat doch eine riesen Eichel da. Warum frisst der die nicht? Oh. Oh, hier ist schon mal eine. Oh je, Napnut hat immer noch zu wenig Eicheln. Schade. Die Stelle habe ich vergessen. Das ist auch eine Stelle, die will man vergessen. Warum will man die vergessen? Seht ihr gleich. Vielleicht. Speicherpunkt erstellen. Wir machen das jetzt sehr Freestyle. Das war sehr, sehr Freestyle. Dafür, dass wir es nicht geschafft haben. Okay. Ich hab schon wieder vergessen. Es fehlt echt ein rechter Stick, ne? Wo man so präziser ein bisschen steuern kann. Oh, oh, oh. So. Gut. Mit Freestyle meine ich übrigens, dass ich nicht hingucke, wo ich... Also nicht auf den Boden gucke. Aber wir haben es geschafft. Das Erste. Ja, 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 die fehlt immer noch Nüsse. Was ist das hier überhaupt für ein Weg? Oh! So kann man hier also hin. In seinem Dachboden.
So, und dann haben wir die letzte Nuss. Ist ein bisschen schade, dass man das mit den Nüssen hier so, ja, wie soll ich sagen, so klein hält. Hätte ich cooler gefunden, wenn man halt überall Nüsse versteckt hätte und dass das dann für die Raupen so ersetzt worden wäre. Okay. Es wird tatsächlich nicht zu steil. Okay, alles gut. So, bitteschön. Oh je, Nutnut hat immer noch nicht zu wenig Eicheln. Was? Hey, ich hab dir doch 6 gebracht, oder nicht? Hab ich dir nicht genug gebracht? Oder fehlt einer? Ich glaube, da fehlt noch einer. Nein, ich hab schon wieder verkackt! Nichts gesagt. Wenn ich die auf YouTube lade, dann schneide ich das schon um. Nein. Nein, das lassen wir alles drin. Ich glaube nur 5. Ja, dann hätte der jetzt auch alle. Na, vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine. Da hinten ist noch ein Wurm. 10 Stück. Das wird lauen. Hey, wir sind neuen Zuschauer. Willkommen an alle. So. Jetzt sind wir nur noch 6. Willkommen an alle. So. Danke, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Finde ich auch ein bisschen schade. Im Prinzip musst du wirklich in jeder Jahreszeit was für den machen. Also es ist ja eigentlich nur die Dinger einsammeln. Das ist jetzt auch nicht so schwer und einfach abgeben. Aber trotzdem ist es schon so, du musst halt trotzdem drauf aufpassen. Aber als Belohnung kriegst du nur eine Sache. Oder? Ich glaube, ich glaube, wir haben nicht mehr bekommen. So, haben wir noch eine Raupe. Oh, das wäre cool, wenn man am Ende des Spiels irgendwie noch sowas einbauen könnte, wie das, ey, du hast so und so viele Raupen noch. Oder dass man die dann irgendwo sieht in so einem Terrarium oder so. Das wäre echt cool. So ein kleines Easter Egg. Sowas würde ich mögen. Aber nein. Still. Ich will da nicht runterfallen. Bitte lass mich da nicht runterfallen. Aber hier ist die Wahrscheinlichkeit echt gering. Obwohl, vielleicht auch nicht. Weil, ich sag mal, man wird ja sehr schnell unvorsichtig. Und ich bin so einer. Und da sind wieder unsere Goldfedern weg. Ja, und da kommt man, glaube ich, nur mit der Biene hin. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir auch... Naja, wir haben nicht alles durch. Okay, eine Kleinigkeit fehlt uns noch. Und zwar fehlt uns noch die Blume. Wo ich einmal sehen will, wo wir gerade sind, damit ich das so ein bisschen... Ausgezeichnet. So macht man das. Okay. Obwohl, eigentlich ist es egal, weil wir, wenn wir eh mit der Biene nochmal hier sind. Oh. Oh! Auf dem Stempel drauf. So nennt man das bei einer Blume. Ich meine, das ist der Stempel. Ich bin jetzt kein... Wie nennt man die Leute? Blumenexperte einfach. Oh, wisst ihr, wir waren doch gar nicht bei Nutnut. Glaube ich. Oder? Waren wir schon bei Nutnut? Ich glaube noch nicht, oder? Wir müssen auch noch Hallo sagen. Das ist wichtig. Das ist höflich. Nee.
Das wird hier auch noch eine coole Aufgabe. Das wird euch auch freuen, wenn ich mich da auch nochmal aufregen werde. Nein, werde ich nicht. Aber wir haben die Macht des Speicherns. Aber hier ist auch eine Stelle in diesem Ding, was nicht so geil ist. Übrigens, apropos eine Stelle. Wenn man hier stirbt, natürlich wieder dasselbe Problem. Alles von vorne machen. Deswegen ist das eigentlich auch keine schöne Welt. Weil wenn du wirklich so sagst, oh, ich muss ja im Prinzip vier einzelne kleine Welten rein, ist das schon ein bisschen traurig. So. Hallo, mein Guter. Da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Schon geil. Monate auf mich gewartet. Ach, das ist ach. Ist doch nicht nötig gewesen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Theme aus irgendeinem Spiel, ne? Ich weiß es jetzt mal nicht. Ich glaube, den Nappnup sieht man auch in Diddy Kong Racing. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Sieht man auch Konka und Banjo. Davon nochmal einen Remaster zu machen. Und allen Spielen so ein Remaster. Oh, wäre schon geil. Richtig schön, dass das halt... Also für Donkey Kong Country würde ich mir einen echten Remaster wünschen. Das wäre geil. So, nächste Jahreszeit, Leute. Und damit die letzte. Und nicht das letzte Mal, dass wir hier in der Welt sind. Also wir gehen auch nochmal hier in diese Welt rein. Also in dieses Jahreszeit. So. Wir haben auch noch nicht den Hexenschalter. Fällt mir leider ein. So. Das gibt Rache, mein Freund. Provokation nennt man sowas. Provokation. Und die kann ich auch gut. So, Winter. Eigentlich mein Lieblingsbereich, aber ich weiß es gerade nicht. So, was geht hier ab? Guck mal, die haben so Winterklamotten an, ne? So Handschuhe haben die sogar. Und man hört sie wieder. Die guten Alten. Und hier. Jetzt machen die mir keine Probleme mehr. Ja! Und hier können wir fliegen. Du brauchst noch die drei Noten bei Mumbo im Herbst und die Eichhörner bei Nepnup. Stimmt, die habe ich vergessen. Wo war die denn? Ah, shit. Mambo ist im Urlaub. Komm im Frühling wieder. Ah, die Eichel habe ich vergessen. Ja, die anderen Sachen, die hole ich mit der Biene. Ach, Kacke. Gut, dass du es sagst. Danke dir. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Winterbereich und dann gehen wir gleich nochmal da. Aber ich glaube, mit der Biene kann man nicht das mit der Eichel machen, ne? Wäre zu schön. Hau ab. Warte mal, ich würde sogar mal gucken, ob wir jetzt sogar schon das mal mit den Schneemannern machen. Weil wenn die jetzt schon weg sind, dann haben wir schon sehr viel gelöst. Mit der Biene kannst du nur im Frühling bleiben und Open World da. Oh, okay. Das macht die Sache gerade echt nicht angenehm. Na egal, dann gucken wir gleich nochmal, wenn wir ein paar Goldfedern haben sollten. Hoffentlich. Okay. Ah, ich dachte, man kommt doch in dem Herbst da rein. Ja, das macht die Angelegenheit nicht schöner. Macht die nur noch blöder. Okay. Naja, also es gibt wenigstens eine gute Sache hier. Und zwar die Vögel sind alle nicht da. Die sind am Haier machen. Mag die Schneemänner nicht. Aber, die gibt es übrigens auch bei Donkey Kong Country, habe ich letztes gesehen. Ich habe so ein Video gesehen, ob Banjo-Kazooie im selben Universum spielt, halt auch mit Donkey Kong Country. Und dann, das war voll interessant, weil er da auch so ein paar Figuren und so gezeigt hat. Nein!
Und da ging es halt auch darum, dass die Schneemänner, die sieht man tatsächlich auch in irgendeinem Donkey Country. Ich weiß ja nicht mal, welche, den zweiten oder so. Ich habe ja selber nur den ersten gespielt. Und die neuen halt. Ach komm, machen wir erstmal die anderen weg. Okay. Ja, wir haben den Adler. Ja, und das Nest ist leider kaputt. So, ha? So, damit haben wir den Hexenschalter. Ja, also da weiß ich auf jeden Fall, dass man mit der Biene dann nochmal hin musste. Sehr, sehr schön. So, ich weiß nicht, ob hier noch ein Schneemann war. Wir machen jetzt erstmal nur den weg und dann war's. Das. Wenn ich das diesmal hinkriegen sollte. Ja. Okay, obwohl wir können auch erstmal hier ein bisschen zu uns umgucken. Ah, wir können auch einfach, das machen. Ja, man rutscht ein bisschen, das ist nicht so schön. Aber ich habe ja schon mal gesagt, mit dem Huckepacklauf ist das ein bisschen angenehmer, da rutscht man nicht so stark. Ist halt nur ein bisschen blöd, weil Kazooie läuft halt ein bisschen schnell. Okay. Das sah sehr knapp aus. Das sah auch sehr knapp aus. Okay, ich glaube 7 Stück müssten reichen, weil das war nicht nur sogar im Bambushaus, das war auch noch woanders. Deswegen gucken wir da gleich. Wegen den Gingos müssten wir auch mal gucken, da habe ich auch gar keine Ahnung, wo die sein könnten. Die restlichen. Hallo? Was greifen die einen denn nicht mal an? Nein! Ja, ich glaube, das war eine dumme Idee. Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt hier wieder rauskommen. Okay. Schön. Erstellen. Ja. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man rutscht. Hey, 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 hey. Ist mal ganz flott. Sehr schön. So. Mhm. Bitte abspeichern. Sorry mit den ganzen Speichern, aber ist halt angenehmer. So. Sehr, sehr schön. So, jetzt gucke ich nochmal im Haus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, da war nichts mehr, aber obwohl dahinter könnte noch was sein. Nein. Ich dachte, irgendwas hat das noch mit dem Haus auf sich. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, es hat sogar was mit dem Haus noch auf sich. Das ist so gemein. Okay.
Aber ich bin froh, dass wenigstens überhaupt ein Zeitfenster dafür da ist, um das zu machen. Aber anders kannst du es auch gar nicht machen. Hat schon wieder nicht gesagt. Es ist so traurig, warum sagen sie es nicht mehr? Oh nein, da ist noch einer. So, schön die Kälte reinlassen. Oh oh. Eicheln. Ja, das wird wohl ein harter Winter werden. Mit seiner Freundin. Erklär ihr mal, dass du alle Eicheln aufgefressen hast. Oh, das gibt Schläge. Das gibt Ärger. So, jetzt mal kurz gucken. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ach, guck mal, da haben wir so eine Flugplatte. Wollen wir das jetzt machen? Ja, wir machen das jetzt. Was weg ist, ist weg. Ist okay. Ist in Ordnung. Ich sag da nichts so. Es ist auch nicht schlimm. Ich habe eine Flugplatte, wir können da wieder hoch. Worüber ich auch sehr dankbar bin. Das nenne ich gutes Game Design. Oh, oder was war knapp? Sowas nenne ich gutes Game Design. Das meine ich ernst. Da bist. Oh, da unten. War da nicht irgendwie sogar was? Ach, da war die Eichel. Stimmt. Auf dem Dach von Mumbo ist die blaue Ninja. Ja? Was? Okay, danke, dass du es jetzt sagst. Sonst bitte nicht verraten. Aber da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Das ist schon krass, wie die Sachen hier manchmal versteckt sind, ne? Nein! Okay. Na, warte mal. Ja, schlaf richtig. Um das Haus. Wie der sich das spinnt. Tatsache. Boah, da hätte ich ja gar nicht mehr nachgeguckt. Danke. Nein! Oh Mann, kann ich auch so hoch springen? Nein, natürlich nicht. Ja, doch. Okay, fehlt jetzt nur noch der Gelbe. Da lässt mich schon überraschen. Hey! Gelben habe ich verpasst. Sag mir nur, welche Welt. Also welchen Bereich. Ah, da vorne war er. So, im Sommer. Okay. Also das war jetzt fies. Der wär genau ins Schwarze getroffen. Okay, dann gucke ich da gleich nochmal. Ist hier noch irgendwo einer? Und er ist ein Adler geworden. Hör mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Und was für einer du bist.
Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist sie. Okay. Hat er schön ausgepuppt. Ja, stimmt, dann weiß ich auch, wo alles ist. Also, weil, nur die Honigwaben fehlen uns halt nur noch. Na, da gucke ich jetzt gleich mal. Ja, und natürlich schon die letzten Noten. Aber dann weiß ich, wo alles ist. Beide, okay. Jetzt ganz ruhig. Ich habe schon eine Vermutung, wo die beide sind. Habe ich nur noch die Vermutung, wo eine ist. War nicht hier auch noch irgendwas oder war hier nur das eine Puzzleteil und immer ein Leben? Also hier ist ja selbst, hier ist ja gar nichts. Stimmt, ich weiß, welche Stelle du meinst. Ja. Ja, das mache ich mit Speichern vorher. Ja, ich weiß, welche Stelle du meinst. Die hab ich gerade ganz verpeilt. Und ich sag die ganze Zeit, ist hier oben noch was? Ich glaube, hier lohnt sich das nicht hochzugehen, ne? Jetzt, also die... Okay, dann weiß ich auch, könnte es sein, dass ich weiß, wo die andere ist. Nee, okay, gut, super, danke. Nymphen.